Was sind die Symptome einer Lungenentzündung bei Erwachsenen? Die Symptome einer Lungenentzündung bei Erwachsenen sind mehrdeutig und hängen von dem genauen Mikroorganismus ab, der die Krankheit verursacht. Symptome einer Lungenentzündung bei Erwachsenen können die Symptome des Influenzavirus oder sogar der Erkältung nachahmen. Zu den häufigsten Symptomen einer Lungenentzündung bei Erwachsenen zählen Fieber, Schüttelfrost, Husten, Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und das Gefühl, sich abnorm müde oder überanstrengt zu fühlen. Eine Lungenentzündung kann eine lebensbedrohliche Krankheit sein. Wer den Verdacht hat, an einer Lungenentzündung erkrankt zu sein, sollte sich unverzüglich an einen zugelassenen medizinischen Betreuer wenden. Bei älteren Erwachsenen können die Symptome einer Lungenentzündung paradoxerweise weniger schwerwiegend sein. Dies bedeutet nicht, dass die Krankheit selbst weniger schwerwiegend ist. Erwachsene, die unter Immunschwäche leiden, können mildere Anzeichen einer Lungenentzündung feststellen. Die Symptome einer Lungenentzündung bei Kindern sind tendenziell stärker als bei Erwachsenen. Arten der Lungenentzündung werden durch die Ursache getrennt. Streptococcus pneumoniae ist der klinische Begriff für bakterielle Pneumonie-Infektionen. Mycoplasma pneumoniae sind Lungenentzündungsinfektionen, die durch Mycoplasmen verursacht werden, Organismen, die sowohl Viren als auch Bakterien aufweisen. Chlamydia pneumoniae ist eine Infektion mit viraler Pneumonie. Pilz- und chemische Ursachen sind zwar vorhanden, aber vergleichsweise selten. Eine bakterielle Lungenentzündung tritt rasch auf, und die Symptome erscheinen scheinbar aus dem Nichts. Die Symptome ähneln denen einer viralen Pneumonie, aber statt Atemnot kommt der Atem schnell. Ein produktiver Husten mit grünem, gelbem oder blutfarbenem Auswurf ist ein Symptom einer erwachsenen Lungenentzündung. Eine bakterielle Pneumonie gilt als risikoreicher als eine virale Pneumonie, kann aber mit Antibiotika behandelt werden. Virale Lungenentzündung tritt in zwei Stadien auf. Der erste Ausbruch einer viralen Pneumonie führt zu grippeähnlichen Symptomen, einschließlich Halsschmerzen und Appetitlosigkeit. Ungefähr 24 Stunden später erleiden Erwachsene, die an einer viralen Pneumonie leiden, ein erhöhtes Fieber, Husten, der Auswurf verursacht, und eine ausgeprägte Atemnot. Schwere virale Symptome einer Lungenentzündung bei Erwachsenen umfassen die Unfähigkeit, den Atem anzuhalten, und eine schwache blaue Verfärbung der Lippen oder unter den Fingernägeln und Zehennägeln. Mycoplasma pneumoniae präsentiert sich ähnlich wie die beiden anderen Varianten. Der deutlichste Unterschied zu den Symptomen der Mycoplasmenpneumonie besteht darin, dass der Husten keinen Schleim produziert. Mycoplasmenpneumonie ist in Bezug auf Symptome nicht weniger elend als die beiden anderen Varianten. Erwachsene Pneumonie kann nur von einem Arzt diagnostiziert und behandelt werden. Die Symptome einer erwachsenen Lungenentzündung allein reichen nicht aus, um eine positive Diagnose zu stellen. Ein Arzt wird die Symptome untersuchen und die Lungen des Patienten auf ungewöhnliche Geräusche überwachen. Möglicherweise wird ein Bluttest oder ein Schleimtest durchgeführt, um die Diagnose zu erleichtern. In einigen Fällen kann eine Röntgenaufnahme der Brust bestellt werden.